Mein Name ist Matej Dubowski. Ich bin heute stellvertretend für den Max hier. Max macht es ja normalerweise, er ist heute verhindert wegen einer Hochzeit. Ich denke, bitte um Verständnis. Ich denke, geht in Ordnung. Bei Fragen oder wenn ihr irgendwas seht, entweder gleich nachhaken, ja, wenn ihr Fehler findet, gerne mich auch gleich darauf hinweisen. Ja, kann ja immer mal passieren. Was wollen wir heute eigentlich machen? Ich möchte euch heute erstmal einen Gesamtausblick geben als erstes. Erstmal die Key Features, was wollen wir mit VM3 eigentlich erreichen, was machen wir hier überhaupt? Ja, dann möchte ich kurz den Full Installer vorstellen, den wir gebaut haben, um ein grundsätzliches Aufsetzen des Shops zu erleichtern. Und dann möchte ich in den Workshop-Teil übergehen, euch ganz kurz so die Änderungen zeigen, nochmal auf die Key Features, wie hier Katalogprodukte, die Kundenfelder, also alles, was sich auch geändert hat, nochmal kurz nennen und Links. Links und Mitschreiben nicht nötig. Ich werde die Präsentation dann im Internet, im Blog veröffentlichen. Ich denke, am Montag oder spätestens Dienstag sollte das dann online sein. Okay, die Istrax erstmal. Wer ist VM? Was ist VM? Wer steht dahinter? VM ist eine ist gestützt von der Firma Istrax, Geschäftsführer Max Milbers, Valerie Isaksen als unsere Projektleiterin, meine Person als Assistent, Tester, Support und in Zukunft werde ich mehr in die Plugins mit reingehen. Ganz wichtig zu nennen sind hier unsere Partner rund um die ganze Welt, die uns immer wieder helfen, die uns stützen, die uns Feedback geben, die uns Zuarbeiten machen. Was ist VirtualMart? VirtualMart ist eine E-Commerce-Lösung für das CMS-System Joomla. Es gehört zu den Top 5 E-Commerce-Systemen weltweit. Und hier ist ganz besonders zu nennen, dass wir schon seit Mambo-Zeiten, also der Vorgänger von Joomla, mit diesen Leuten zusammenarbeiten und mit daran integriert sind. Insgesamt gibt es weltweit ungefähr 250.000 Shops. Die Zahl ist steigend. In Europa haben wir viele Shops, im asiatischen Raum, Russland, ein ganz großer Markt ist Amerika. Hier, der TGW. Ich denke, dieser Zug ist für jeden ein Begriff. Dieser Zug symbolisiert Geschwindigkeit, aber nicht nur Geschwindigkeit. Dieser Zug ist eine innere Energie. Ja? Die Franzosen sind sehr stolz darauf. Und so sind wir stolz auf unser Produkt VirtualMart und sind daran interessiert, dass dieses Produkt immer weitergeführt wird und wir uns selbst immer weiter verbessern können. Ja? VM hat begonnen mit einer Version vor VM1, VM2, jetzt sind wir bei VM3. Ein großer Schritt ist gelungen. Überzeugt euch selbst. Wir haben einen Leistungsplus ausgerechnet von 20%, was durch Umstrukturierung, durch Verringern von Datenbankabfragen und von Optimierung des Codes integriert in Projekt, objektorientierte Programmierung. Wir haben viele alte, flussorientierte Sachen rausgenommen, komplett überarbeitet. Es wurde sehr viel Zeit da reingesteckt, über mehrere Jahre. Und wir haben auch deswegen, VM3 wird ja schon lange erwartet. Wir schieben es noch ein kleines bisschen hinaus, weil wir das unbedingt sicherstellen wollen, dass das sehr umfangreich geschieht und dass jeder, der VM3 updatet, auch merklich diesen Unterschied feststellen kann. Des Weiteren ist ein ganz großer Kernpunkt, dass die Migration, jeder, der schon mal einen VM1-Shop auf VM2 migriert hat, wird festgestellt haben, dass das nicht einfach war. Ja? Hat jeder ein kleines bisschen hier, ein bisschen Probleme da und es war mit sehr viel Aufwand verbunden, sehr viel Nerven, sehr viel Zeit reingesteckt. Mittlerweile funktioniert die Update ganz einfach, wie ihr das kennt, neue Version aufziehen, installieren, fertig. Ja, wie gestern schon David Jardin sagte, das ist das Ziel, ja, ganz zu 100% erfüllen kann man das nicht. Es kann immer individuell Schwierigkeiten geben, allerdings nicht mehr so wie früher. Wichtiges Merkmal von VM3, es ist Joomla 2 kompatibel. Wir können es ganz einfach auf Joomla 2 installieren, einfach das Update draufziehen, ohne dass wir große Sachen verlieren. Wir müssen nicht zwingend auf Joomla 3 gehen, ja. Hier ist zu merken, VM2 wird es nicht für Joomla 3 geben. Ja, dafür ist VM3 rausgekommen. Ganz wesentlich bei VM3 werden,
Bezahlmethoden inklusive sein, die man sonst sich kaufen muss extra. Hier zu nennen sind schon länger integriert Sofort und Tidal Pay, Amazon und PayPal ist, denke ich, allen ein Begriff. Weitere werden in Zukunft folgen. Wirklich, merkt euch das, ihr müsst euch diese Erweiterung nicht kaufen. Die sind schon im Core mit dabei. The Payments einwählen. Ein Multitool. Multitool, wie VirtualMart. VirtualMart ist jetzt keine Machete, mit der man jetzt sich durch einen Wald durchschlagen kann, sondern VirtualMart bietet viele kleine Funktionen, ist für ganz viele unterschiedliche Shops geeignet. Ja, ich kann damit für meine Pfadfinder kann ich damit organisieren, dass sie ihre Patches damit kaufen können. Ja, ich kann aber auch Artikel verkaufen, große Mengen. Ich kann, was ich vorher im eBay-Shop hatte, kann ich jetzt in einem VF-Shop haben. Ja, wir haben Kunden, die Shops mit mehreren 10.000 Artikeln haben und das ist genauso mit VM möglich. Ja. Wir können es sehr flexibel anpassen an ganz verschiedene Erforderlichkeiten. Wir können Lebensmittel verkaufen, also unterschiedliche Steuersätze verwenden. Wir können geschlossene Bereiche erstellen. Wir können Business-to-Business, Business-to-Customer in einem und demselben Laden machen. Ja, wir müssen dazu nicht verschiedene Bereiche kompliziert aufsetzen. Warum gerade VirtualMart? Oftmals passiert es, man kauft eine Software und nach 3 Jahren stellt man fest, ich bekomme keine Updates mehr. Es gibt niemanden mehr, der mir da unterstützt. Die Firma ist vielleicht sogar pleite gegangen und mir kann keiner mehr helfen. Bei VirtualMart habe ich den Vorteil, dass ich mich an eine Community wenden kann, eine weltweite Community. Mir können viele verschiedene Menschen mit meinen Bedürfnisgeiten ändern, helfen und mir zur Seite stehen. Des Weiteren habt ihr bestimmt alle schon gesehen, das Extensions Directory von Joomla bietet VirtualMart viele Extensions an für verschiedene Shops, für unterschiedliche Anforderungen. Wir haben ein eigenes Extensions Directory. Dort können Sie auch eine wirklich von Kategorieerweiterungen, von Templates, Plugins, die für Payments oder für Shipments nötig sind. Entschuldigt bitte mein Deutsch-Englisch-Kombination, das ist immer ganz schwer zu trennen in dieser Sache. Also Versandoptionen und Bezahloptionen kann ich mir zusätzlich nach meinen Bedürfnissen dazu kaufen. Ich kann es jede Zeit erweitern. VirtualMart ist übersetzt in viele Sprachen. Hier ist eine Zahl 30 genannt. Ja, es sind wesentlich mehr Sprachen. Es wird auch ständig erweitert. Es kommen immer neue Sprachen dazu. Vollständig sind über 30 Sprachen bereits vertreten. Also ich kann sowohl Multilanguage-Shops aufsetzen, als auch für andere Länder-Shops aufbauen. Ja? Und diese Übersetzungen sind größtenteils über die Community gestützt, was dazu führt, dass wir eine stetige Entwicklung haben. Es geht immer weiter, es wird immer weiterentwickelt, es kommen diese Sprachen immer dazu. Manchmal seht ihr das, dass ihr irgendwo ein String auftaucht. Ja, komm, unterstrich, VirtualMart, unterstrich, Date. Ja, zum Beispiel, da fehlt mal ein String. Ja, das ist aber kein Weltbruch. Da wird hinten eingefügt. Ja, das ist ein kleiner Commit und das ist wieder da. Wie ich bereits angesprochen habe, die Flexibilität ist gerade dieser Kernausdruck von VirtualMart. Ja, ich kann es einsetzen für sehr unterschiedliche Projekte. Das ist ein Kernunterschied zu anderen Systemen. Ja, zum Vollinstaller. Oder nochmal kurz zurück. Habt ihr dazu erstmal Fragen? Okay. Hier Vollinstaller. Den zeige ich kurz live. Momentan sind wir hier auf Joomla 2, der Vollinstaller. Die Vollinstaller-Version für Joomla 3 kommt demnächst. Kurz hier der Ausblick. Ja, eine Joomla 3-Seite mit VM3. Einwandfrei funktioniert, kann man schon machen, ist aber noch kein Public Release, weil noch nicht alles endgültig getestet ist. Ja? Jawohl. Ja, das ist richtig so. Ich zeige kurz.
jetzt habe ich hier kein Internet, ne? Internet, okay. Das ist jetzt eigentlich die Entwicklerseite, dev.virtualmart.net. Ja. Hier haben wir die Version 2.9.9. Das ist das, was VM3 sein wird. Ja. Sobald es VM3 wirklich heißt, ist es auch für die Öffentlichkeit, für den Endverbraucher geeignet. Ja. Okay. Wie Sie hier sehen, können Sie hier auch den Vollinstaller runterladen. Den gibt es zu verschiedenen Versionen. Ich hatte jetzt die Absicht, den einfach mal kurz durchlaufen zu lassen. Kurz darauf einzugehen. Auf die einzelnen Punkte. Ach ja, genau. Danke. Der Vollinstaller. Der Vollinstaller beinhaltet erstmal ein Joomla und VirtualMart. Wir haben vorkonfiguriert das Joomla, dass es für VirtualMart besonders geeignet ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich eine bestehende Webseite, meinen Vollinstaller drauf installiere, sondern hier ist Joomla bereits integriert. Das heißt, ich kann zum Beispiel zu Hause auf Localhost, auf meinem eigenen Server zum Probieren, zum Testen, es ganz schnell installieren. Das werde ich gleich zeigen. Es beinhaltet eine Vorkonfiguration, die betrifft wir haben hier bereits, Verzeihung bitte, ich gehe nochmal zurück hierher. So, und wir gehen das Schritt für Schritt, wie es geplant war, durch. Okay, das ist, denke ich mal, allen bekannt. So, hier ein kleiner Trick. Ja, nicht hier Localhost. Stattdessen 1.2.7.0.0 einsetze. Geht schneller, merklich. Probiert das mal aus. Zu Hause. Ihr könnt auch in eurem Stammverzeichnis in die config.php gehen und es dort ändern. Von Localhost auf 1.2.7.0.0.1. Es ist vom Prinzip die IP des eigenen Rechners immer. Username. Ganz wichtig hier, wird ganz oft Admin genommen, Nutzname, Kennwort. Ein Großteil der Hacking-Attacken geschieht auf den Namen Admin. Wenn ihr mal bei euch in der Logdatei geschaut habt, Attacken immer Admin, ganz unbedingt einen anderen Namen nehmen. VM-User nehme ich jetzt hier. Kennwort spielt jetzt keine Rolle. Ach ja, Verzeihung. Danke. Und hier muss Root stehen, das ist die Datenbankverbindung. So, was haben wir jetzt in diesem Vollinstaller vorkonfiguriert? Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht. Prinzipiell ist erstmal die Sessionlänge schon eingestellt auf 60 Minuten. Ihr habt das vielleicht mal festgestellt, ihr installiert euer Joomla und wart mal, die Oma hat angerufen, es hat ein bisschen länger gedauert, oder die Mutter, die Tochter hat angerufen und ihr seid ausgeloggt. Ah, schon wieder vorne reingehen, spart einfach Zeit. Des Weiteren ist der Cache vorkonfiguriert. Dazu will ich kurz was sagen. Es ist die Joomla-Option konservatives Caching gewählt. Das ist genau richtig für Shopping Solutions. Wenn ihr dazu detaillierte Fragen habt, könnt ihr euch gerne nachher an mich wenden. Das ist für VM3 mit der Sessionlänge dann nicht mehr relevant. Ja? Und zwar folgende Sache. In VM3 haben wir die Session, wenn sie verloren geht, wenn der Kunde ausgeloggt wird, bleibt sein Warenkorb trotzdem erhalten. Ja, wenn er sich dann wieder einloggt, bekommt er seinen Warenkorb wieder. Ihr könnt euch vielleicht früher daran erinnern,
seid ihr in einem Warenkorb gewesen, ihr wurdet wieder ausgelockt, lagt euch wieder ein, der Warenkorb ist leer. Ärgerlich. Ja, für eure Kunden ist es auch sehr ärgerlich. Das haben wir abgeschafft, das Warenkorb wird gespeichert und beim Neuanmelden sind alle Daten wieder da. Hier gehen wir weiter. So. Hier war die Sache mit dem Kennwort. So, remove the installation folder. Können wir machen, müssen wir nicht. Kennt ihr das, wie ihr das umgehen könnt, wie ihr das nicht machen müsst? Umbenennen, die index.php im Installationsverzeichnis. Das nutzt man aber eher, wenn man dieselbe Installation öfter ausführt, wenn man sich seine Daten geändert hat oder geändert. So. Verzeihung bitte, das lädt hier etwas langsam. Auch das hier, was ich jetzt hier habe, das ist nur zu Präsentationszwecken, dass ich zweimal denselben Eintrag habe. Das machen wir nicht. So, und jetzt hat sich schon VirtualMart der Vollinstaller eingeschaltet. Er setzt direkt. Euch ist jetzt vielleicht aufgefallen, dass dieser Schritt der Installation der Joomla-Sample-Daten, dass der übersprungen worden ist. Es hat folgenden Hintergrund. Für VirtualMart sind die Joomla-Sample-Daten bedingt geeignet. Wir haben diese ein bisschen umgebaut, damit wir direkt Sample-Data haben, die gut für einen VM-Shop sind. Das sieht dann ungefähr so aus. Wir haben hier oben bereits, wenn wir geladen haben, ein Menü. Das war ja oft so, jemand, der das vorher noch gar nicht gekannt hat, jetzt erstmal hier jede Menge Meldungen, das ist natürlich sehr ärgerlich. Hier oben, das Menü ist bereits da. Oftmals so, man will VirtualMart vielleicht nur mal ausprobieren, kennt vielleicht Joomla noch gar nicht so sehr. Ja, und fragt sich dann, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Ja, und man beschäftigt sich erstmal eine lange Zeit damit, wie man mit Joomla umgeht, bevor man hier reinkommt. Das haben wir jetzt hier versucht, das heißt, wir haben es versucht, wir haben es gemacht, dass wir diese Sachen bereits drin haben. Des Weiteren werdet ihr hinten sehen, dass wir haben einige Plugins abgeschaltet. Da können wir gerne nochmal im Detail drüber reden. Wir haben Messungen durchgeführt, wir haben untersucht, welche Plugins können wir abschalten. Wir haben die nicht benötigt werden und nur Zeit fressen. Für unsere Zwecke, ja, nicht Joomla allgemein, überhaupt gar kein. Einfach. Wir haben sie deaktiviert. Wir haben sie nicht gelöscht, wir haben sie nur deaktiviert. Können jederzeit wieder aktiviert werden. Kurz dazu nochmal beim Aktivieren von Plugins. Es gibt ein Cache-Plugin für Joomla hier unter Plugins. Dieses ist nur für statische Seiten geeignet. Ja? Das heißt, wenn ich eine Seite habe, eine feste Seite, eine nicht dynamische Seite, die immer gleich geladen wird. Zum Beispiel, ich mache eine Präsentationsseite für einen Kindergarten. Ja? Dann ist das natürlich super. Ja, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wenn wir mit dynamischen Inhalten arbeiten, dann würde es dazu führen, dass unsere Seite, es sieht aus, als würde sie nicht funktionieren. Ja, als wäre sie kaputt. In Wirklichkeit ist es der geblockte Cache. So. Gibt es zum Full-Installer? Habt ihr dazu Fragen? Keine Fragen. Okay. Dann möchte ich hier kurz aus Sicht des Shop-Administrators einmal durch den Shop durchgehen. Wir beginnen hier in der Shop-Konfiguration. Man unterscheidet zwischen der VM-Config, das ist hier die Konfiguration, und wir haben die Verkäufer-Konfiguration, ja, wo die Daten des Verkäufers enthalten sind. Ich nochmal kurz zu meiner Präsentation hier zurückkommen.
Im Allgemeinen bestehen die Shop-Einstellungen aus spezifischen Dingen, die meinen Betrieb des Shops betreffen. Das ist Layout, das ist Katalogmodus, das sind hier zum Beispiel, wenn ich vorübergehend meine Preise nicht anzeigen möchte, damit meine Artikel nicht gekauft werden, mache ich hier einen Haken, gespeichert und meine Preise sind weg, es kann nicht mehr gekauft werden. Das kann sein, wenn ich Umstellungen habe, aber die ganze Seite nicht runterfahren möchte. Ja, aber hier die Sprachkonfiguration, das ist natürlich ein bisschen verwunderlich. Warum steht hier Englisch, wenn das Ganze hier Deutsch ist? Und zwar sind die Sample Data auf Englisch und in den englischen Tables. Deswegen lade ich hier die englischen Tables. Ja, wir können gerne nachher, wenn jemand sehen möchte, wie ich mir den komplett von Englisch auf Deutsch umstelle, kann ich gerne zeigen, geht ganz schnell. War früher ein Riesendrama, ja. An sich ist es wirklich nicht schwer, verschiedene Sprachen zu installieren und zu verwenden. Genau. Verzeihung, dass ich hier springe, das war nicht so gedacht. Des Weiteren habe ich hier in der Shop-Konfiguration sämtliche Einstellungen wie Druckansicht laden, zeige mir PDF-Ansicht, verschicke E-Mail an Freund. Ich habe hier die Gutscheindauer, die Gültigkeit, Bestandsregulierung, ob diese benutzt wird oder nicht, kann ich hier einstellen. Die generellen Template-Einstellungen im Sinne des Layouts. Ja, das Template wird hier davon nicht direkt beeinträchtigt. Und ich kann hier zum Beispiel wählen, wie viele Produkte werden pro Zeile angezeigt, wie viele Kategorien werden standardmäßig angezeigt. Ich kann hier Layouts wählen. Ich kann hier Laden von Templates wählen, weil ich diese angelegt habe. Prinzipiell ist zu der Konfiguration zu sagen, was ich nicht ändern will, fasse ich nicht an. Ja, es war früher zu VM1 anders. Da hat man alles konfiguriert. Jetzt sind wir übergegangen zu Vorkonfiguration. Ja, als wenn ich etwas nicht verändere, wird der Standard geladen. Und der Standard ist im Normalfall ausreichend. Die Preisangaben, das ist ein Punkt, da stört man auch immer wieder viele drüber. Ja, wie mache ich Preise? Wie ändere ich Preise? Prinzipiell, gestern hat mich der Janik darauf hingewiesen, kann ich hier wunderbar einstellen, welche Preise ich zeigen möchte. Ja, auch hier die Möglichkeit, die Mehrwertsteuer im Warenkorb anzeigen. Ja, nein, will ich das nicht. Kurz hier, Dezimalstellung bei Rundung, minus 1, was heißt das? Das ist, gab es verschiedene Werte, man hat da meist 2 eingetragen. Ja, minus 1 bedeutet an dieser Stelle, dass die Rundung der Währung selbst genommen wird. Ja, das muss man jetzt nicht unbedingt wissen, weil es ist voreingestellt. Ja, wenn ich das nicht ändern will, dann lasse ich es, wie es ist. Kasseneinstellung, auch ein spannendes Thema. Wir haben hier dieses einseitige Auschecken, der sogenannte One-Page-Checkout, vielleicht auch für einige ein Begriff. Wenn ich einen verwende, dann aktiviere ich den hier. Wenn ich keinen verwende, dann deaktiviere ich den hier. Ja. Ich kann hier meinen Job auf deutsche Anforderungen ansprechen, zum Beispiel hier die allgemeinen, die AGBs. Die Geschäftsbedingungen müssen in Deutschland angezeigt werden. Immer, bei jeder Bestellung. Ja, wenn ich im Ausland verkaufe, in einem englischen oder amerikanischen Shop, dann ist es zum Beispiel nicht nötig. Ich komme immer auf die lokale Gesetzeslage an. Hier kann ich mich anpassen. Ja, hier, ich bekomme ständig zu viele E-Mails. Ich bekomme 1000 E-Mails von meinem Shop zugeschickt. Wie kann ich das ändern? Ich habe hier ein Feld, da nehme ich die einfach weg. Und dann bekomme ich diese E-Mails nicht mehr. Ja, ich kann das hier auf meine Bedürfnisse einstellen, auf die Bedürfnisse meines Landes. Hier auch ein spannendes Thema, die Produktsortierung. Manche fragen, wo kann ich das einstellen? Ich kann nach etwas Bestimmten nicht suchen. Ich möchte gerne hier nach der Produktbezeichnung, nach dem Gewicht suchen. Ja, gibt ja solche Shops. Dann muss ich diese
Suche diese Möglichkeit danach hier aktivieren. Okay? Hier oben habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, ob das Aufsteigen oder Absteigen sortiert wird. Hier möchte ich nicht weiter drauf eingehen. Ich denke, das erklärt sich auch vieles von alleine. Was wichtig ist, ich habe hier oben in der Ecke eine Hilfe. Diese leitet mich auf die hinterlegte Dokumentation. Und ich habe von hier die Möglichkeit, such's grad, auf die Online-Hilfe zu gehen. Ja, hier werde ich weitergeleitet auf docs.virtualmart.net, wo ich das Ganze ausführlicher finden kann. Okay? Gut, das ist soweit zur Store-Konfiguration an sich. Hier die auf Englisch die Vendor- bzw. die Verkäufer-Konfiguration. Allgemeine Sachen wie hier das Bild, Währungen, die ich akzeptiere, Beschreibungen. Hier die allgemeinen Geschäftsbedingungen kann ich hier für jeden Einzelnen einstellen. Das ist deswegen interessant und also anders. Warum ist das hier und nicht in der Shop-Konfiguration? Aus einem einfachen Grund. VirtualMart ist in der Möglichkeit, mehrere Verkäufer gleichzeitig zuzulassen in einem Shop. Und natürlich kann es sein, dass jeder Betreiber eine andere Geschäftsbedingung hat. Das kann ich hiermit abwickeln, das ist hiermit möglich. Weil dieser Bereich ist für jeden Verkäufer verfügbar, während die Shop-Konfiguration einmal für die Seite verfügbar ist. Kurz hier möchte ich zeigen, habe ich die Möglichkeit, die Art und Weise, wie meine Rechnungen erstellt werden, zu verändern, das individuell zu gestalten, wie es zum Beispiel dem Corporate Design entspricht. Das kann ich hier mit einfügen. Ja? Also VM ist in der Lage, diese Rechnung direkt zu erstellen, speichert diese im Safe Path und von dort kann ich sie direkt runterladen. Und der Kunde kann auch darauf zugreifen, auf seine eigenen Bestellungen über Orders. Ja. Jetzt bin ich nicht eingeloggt, das können wir später uns nochmal anschauen. Weitere Zusatzinformationen. Das ist dann, dieser Bereich ist hier dann schon wie bei jedem einzelnen Shopper, wie bei jedem einzelnen Käufer, der sich bei mir im Shop registriert hat. Diese zwei Felder sind der große Unterschied. So. Ja, weiter. Kurz, warum schieße ich hier die Tabs einfach ab? Mein Rechner ist leider hier ein bisschen langsam, ich brauche ein neues Netbook. Ich habe das deswegen diese Art und Weise gelöst, dass ich das einfach wegmache. Ich hoffe, ihr habt da ein Nachsehen. Selbst erstellte Felder. Das ist jetzt ein spannendes Thema, weil hier gab's Änderungen. Oft spricht man von Custom Fields, auf Deutsch selbst erstellte Felder. Hier gibt es eine Neuerung. Wir sind jetzt hier in einem Kinderprodukt. Ja? Dieses Produkt hat quasi ein übergeordnetes Elternprodukt. Wir sind jetzt im Kinderprodukt. Hier wird mir angezeigt, dass diese beiden selbst erstellten Felder vererbt worden sind. Früher hatte ich hier ein kleines Feld und eine Möglichkeit, alle überschreiben. Da waren alle, wurden dann überschrieben. Ich musste mich hinsetzen und in jedes einzelne alles neu eintippen. Das haben wir jetzt geändert. Wir haben die Möglichkeit zu entscheiden, wenn ich es blank lasse, beide, wird es klassisch, wie es war, vererbt. Wenn ich nichts ändere, bleibt alles, wie es war. Ich habe aber die Möglichkeit, gezielt nur dieses zweite Feld zu überschreiben, indem ich hier den zweiten, das O steht in diesem Moment für Override, D ist Disabled, das ist im Moment noch, ja, deswegen ist es noch eine 299 und keine 3. Ja, solche Sachen sind noch nicht ganz klar fürs Auge, technisch aber schon voll da. Ja, es geht darum, jetzt die letzten Schritte werden sein, das für den Verbraucher auch verständlich zu machen. Ja, ich habe auch die Möglichkeit, das Feld einfach zu deaktivieren, dass ich von fünf Feldern eins deaktiviere, sprich, ich verkaufe Mützen. Mützen haben unterschiedliche Farben, die lege ich hier fest, kann ich auswählen. Mützen können unterschiedliche Eigenschaften haben. Und eine Mütze aus meinen ganzen Mützen hat keine Bommelgröße.
Ja, für alle habe ich eine Bommelgröße festgelegt. Für diese eine möchte ich keine Bommelgröße festlegen, weil es keine gibt. Nehme ich das Feld raus, kostet mich nur noch einen Klick. Früher hätte ich hier überschreiben drücken müssen, alles neu tippen. Das haben wir grundlegend überarbeitet. So, die Rechenregeln ist der nächste große Punkt. Ein Stück kurz. Gucken hier, ob wir irgendwas Wesentliches vergessen haben. Nein. Ah ja, doch, natürlich, man vergisst immer etwas. Wenn man etwas vergessen kann, dann vergisst man es. Nochmal kurz zurück. Neue Felder. Diese haben wir eingebaut. Das ist natürlich der Nachteil, dass ich die Tabs vorher schon geöffnet habe, ja. Ach komm. Wenn etwas schief gehen kann, geht es schief, nicht wahr? Neue Felder. Ihr werdet sehen, dass wir in den Produktdetails Felder eingefügt haben, die im Frontend, in Benutzersicht vorne nicht gezeigt werden. Diese sind für uns als Shopbetreiber interessant. Das sind die Felder GTIN. Das sind Buchnummern zum Beispiel. Ja, das ist eine Oberbezeichnung, wo unter anderem die ISBN-Nummer. Wir haben die MPN und die URL. Hier habe ich die Möglichkeit, für mich selber als Verkäufer diese Nummern einzutragen, die der Kunde aber im Endeffekt nicht braucht. Ich kann hier auch eine Manufacturer Product Number einführen, wenn ich bei meinem Lieferanten eine bestimmte Nummer für dieses Produkt habe, unter dem ich das zum Beispiel bestellen kann, kann ich das gleich hier einfügen, dass ich das nächste Mal nicht noch eine externe Liste laden muss und ich habe es bereits hier mit drinne. Genauso wie die URL hier bereits mit enthalten ist. So, zu den Preisen. Folgendes. Prinzipiell kann man ja hier auswählen, welche Regel ich anwende. Ja? Das war vielleicht früher der übliche Fall gewesen. Ich möchte bei diesem Produkt fest 20% haben. Das machen wir jetzt nicht mehr so. Wir lassen standardmäßig entweder keine Regel, das verwende ich im Testmodus, wenn ich mir Preise genau anschauen möchte, wenn ich zum Beispiel Kalkulationen mache, wenn ich durch Custom Plugins den Preis beeinflusse, möchte ich manchmal mich nicht von der Steuer retieren lassen, ja, und lasse es dann auf keine Regel, ansonsten die Standardregeln. In der Regel, wo bin ich jetzt hier gelandet? Jetzt bin ich jetzt so weit. Ich habe die Möglichkeit, hier in diesem Bereich Steuer- und Rechenregeln einzulegen, die generell für den Shop gelten. Das sieht man hier daran, dass keine Kategorie hier gewählt ist. Das heißt, diese Regel gilt für alle Kategorien. Ja? Was ist jetzt, wenn ich verschiedene Steuerregeln habe? Zum Beispiel, ich verkaufe Büroartikel und habe aber auch andere Produkte bei mir im Shop drin, die regulär mit 19% besteuert werden, aber meine Büroartikel nur mit 7% besteuert werden. Ja? Dafür haben wir die Möglichkeit eingebaut, das über unveröffentlichte Kategorien zu lösen. Ja, ist euch das geläufig? Soll ich das nochmal kurz erklären? Ich gehe nochmal kurz drauf ein. Ja, sehr gern. Eine unveröffentlichte Kategorie ist eine Art Sammelkasten, auf dem ich eine Gruppierung, auf dem ich eine Kategorie, auf eine Rechenregel ansetzen kann. Ja, wenn ich hier in die Rechenregel reingehe, habe ich die Möglichkeit, diese auf bestimmte Produktkategorien zu beschränken. Unveröffentlichte Kategorien kann ich vorne nicht anscrollen, nicht browsen, nicht auswählen. Die sind nur für mich für die Kalkulation. Das heißt, ich erstelle mir eine Kategorie 7% Mehrwertsteuer, eine Kategorie 19% Mehrwertsteuer, habe diese aber nicht veröffentlicht und kann dann im Produkt diese Kategorie mit hinzufügen. Das heißt, das Produkt ist jetzt in der Kategorie Büroartikel. Und ich habe eine Kategorie 7% Mehrwertsteuer und beschränke hier meine Steuer
auf diese Kategorie, ja, zum Beispiel eben diese 7% Mehrwertsteuer. Das sieht dann so aus, dass in den Produktdetails habe ich diese Auswahl. Wenn ich jetzt hier diesen Steuersatz fest gewählt hätte, hätte ich jetzt keine Möglichkeit, jetzt noch weitere, zum Beispiel den Rabatt mit anzuwenden, wenn ich den nur auf kategoriespezifischer Ebene mache. So habe ich die Möglichkeit, über diese unveröffentlichte Kategorie klar zu gliedern, welche Gruppe von Artikeln hat welchen Steuersatz. Ich kann auch darüber Rabatt geben. Ja, ich erstelle mir eine Kategorie, spezieller Rabatt, zum Beispiel, der geht nur über einen bestimmten Zeitraum. Ja, und füge einfach diese unveröffentlichte Kategorie hinzu und sie fallen dann unter diese Rechenregel. Ja, die Käufergruppen nutzen wir, um zum Beispiel, nehmen wir an, Sie haben in Ihrem Shop Artikel, die nur für Business-to-Business geeignet sind, die nicht an Endverbraucher verkauft werden. Habe ich die Möglichkeit, über diese Nutzergruppen einzustellen, welche Produkte für wen sichtbar sind. Das heißt, wenn sich jemand eingeloggt hat und er ist in meiner Nutzergruppe Business-to-Business, werden diese Produkte für ihn angezeigt. Wenn jemand nicht eingeloggt ist, werden diese Produkte nicht angezeigt. Über die selbst erstellten Felder, jetzt bin ich hier ein bisschen in der Reihenfolge durcheinander gekommen, das sollte kein Problem sein. Was vorhin vielleicht schon durchklang, ich reduziere damit den Aufwand, indem ich dieses Vererbungssystem nutze, ja, dass ich nicht mehr jedes Produkt einzeln anlege, sondern ich lege mir Produktgruppen an. Ich habe ein Elternprodukt und leite davon Kindprodukte ab. Das erleichtert mir sehr viel Arbeit. Haben Sie zu den selbst erstellten Feldern, zu dieser Sache, das ist vielleicht nicht ganz einfach, gibt es dazu Fragen? Ja. Okay. So, kurz hier. Was hat sich jetzt geändert? Das ist jetzt, wenn ich jetzt Form 3 installiere, wird mich das jetzt so anschauen. Oder ich schaue es so an. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den Add-to-Cart-Button endlich auch in der Kategorieansicht direkt drinne zu haben, ohne dass ich etwas ändern muss. Der ist jetzt einfach da. Genauso habe ich die Möglichkeit, meine Custom-Fields, meine selbst erstellten Felder direkt anzuzeigen, auszuwählen und dann wird das Produkt und der Preis, das Bild, die Beschreibung entsprechend nachgeladen. Das war vorher nicht möglich. Mit dem neuen VM3-Core ist dieses möglich. Es wurde immer wieder angefragt. Wir haben es eingebaut. Es ist jetzt für jeden direkt mit drin. Ich muss dafür jetzt keinen extra Aufwand machen. So, jetzt nochmal. Das ist uns so gekommen mit der neuen Rechtslage, dass ich jetzt eine Widerrufsbelehrung bei jedem einzelnen Kauf in Deutschland anzeigen muss. Das möchte ich euch kurz zeigen, wie ihr die anlegen könnt. Hier in Konfiguration Kundenfelder kennt ihr diese Übersicht mit diesen verschiedenen Feldern, die zum Profil gehören. Für jeden einzelnen Kunden sind diese Felder entscheidend. Ich kann hier beliebig neue einfügen. Was wir jetzt machen, vom Prinzip möchten wir haben jetzt, wenn wir im Cart sind, bereits dieses Feld, bestätigen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Und dasselbe Feld wollen wir jetzt für die Widerrufsbelehrung erschaffen. Wir wollen jetzt nicht die Welt neu erfinden, sondern wir schauen, wie können wir das, was wir bereits haben, nutzen, anpassen und Neues daraus schaffen. Ja, dieses Feld. Dazu legen wir ein neues Feld an. Hier auf Neu
in hier Feldtyp Custom, das ist hier, ja, wenn man von Fehlern spricht, das ist ein nicht übersetzter Language String hier für Deutsch. Wir können hier einen beliebigen Namen nehmen. Wichtig ist, dass unsere PHP-Datei hinten diesen Namen haben wird. Ich nenne das jetzt Wit. Und wir setzen diese auf erforderlich und auf im Warenkorb anzeigen. Ja, das heißt, der Kunde muss dieses bestätigen und es wird gezeigt im Warenkorb. Das speichern wir und gehen jetzt auf, hier zeige ich das nochmal, sind jetzt im Root-Verzeichnis Components, wir sind jetzt im Frontend, ConvertJMart, oh, in den Sublayouts. Hier findet sich schon die TOS.php. Die sieht so aus, hier ist, sie ist jede Menge Sachen, das muss ich auch erstmal gar nicht verstehen. Ja? Ich bin jetzt kein Coder, kein Entwickler, sondern ich mache jetzt das alles aus Sicht eines Administrators. Ich kopiere mir das und lege mir, ich lösche die auch vorher hier, lege mir eine neue an. Die nenne ich, wie ich das Feld genannt habe, und kopiere das jetzt erstmal ein. Speichere das und schau mal, was jetzt dabei rauskommt. Im Idealfall, also was heißt im Idealfall? Im Normalfall wird jetzt, wir haben einfach nur dasselbe wiederholt. Wieso zeigt er das jetzt nicht an? Ist ja spannend. Ach. Wir haben sie ja bereits hier eine angelegt. Okay. Okay. Das ist jetzt ärgerlich. Davon lassen wir uns jetzt aber nicht aus dem Konzept bringen. Ist natürlich schon spannend, ne? Man macht das vorher 5-6 Mal, immer funktioniert's und auf einmal sagt einem Joomla, nee, ich mag nicht. Warum auch immer, ich mag jetzt nicht auseinandernehmen, warum das nicht funktioniert. So, also, hier haben wir die Kopie der TOS.php. Ja. Das ist hier der Bereich, den ich später ändern muss. Hier die Überschrift mit der Checkbox Field. So, jetzt prüfe ich erstmal, ob ich das hier schon angelegt habe. Nicht, dass ich mich hier wieder selber reinlege. Nein, habe ich nicht. Okay. So. So. Jetzt schauen wir, was wir hier gemacht haben. Wir haben jetzt im Endeffekt noch ein Feld angelegt, noch eine Checkbox, die im Card auftaucht und die vom Kunden gecheckt werden muss. Ja, diese enthält jetzt genauso wieder die TOS, die Terms of Service, die AGB. Das ist jetzt, weil wir das nur kopiert haben. Wir können jetzt aber Problem... Wieso nicht? Wieso nicht? Ist ja klar. Wenn es nicht aktiviert ist, wird es nicht angezeigt.
So. Widerrufsbelehrung. Habe ich? Oh nein. Das ist das. Wo liegt der Fehler? Genau. Ich habe nicht das Custom ausgewählt. So. Das ist jetzt schon. Fragen dazu bitte. Das deutsche Sprachpaket? Ja, das lade ich mir runter. Das habe ich hier vorbereitet. Das kann ich mir runterladen von. Moment, da habe ich ein. Da habe ich den Link dazu hier drin gehabt. Hier. Das ist ein fertiges Paket. Das kopiere ich mir hier raus. Moment. Damn. Heute ist aber wirklich. Also über virtualmart.net, Community und Translations habe ich hier die Möglichkeit, mir verschiedene Sprachen auszuwählen. Suche mir meine gewünschte Sprache aus. Lade mir dann, ich nehme jetzt mal hier Slowakisch oder Deutsch. Sehe hier, wie vollständig diese Übersetzung ist und kann sie mir hier runterladen. Dabei bekomme ich dann ein Paket. So, genau. Hier haben wir den Spaß auf Englisch. Jetzt gehe ich hier in die Extensions rein. Na komm. Bisschen kleiner machen hier. Hör mal zu. Das Paket installiere ich. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Schritt. Ich gehe jetzt hier in den Language Manager rein. Suche mir meine. Erstmal installiere ich meine deutsche Joomla-Sprache. Während es installiert, möchte ich noch kurz auf virtualmart.de eingehen. Dort habt ihr die Möglichkeit, eine vom Deutschen Händlerbund zertifizierte Version bereits fertig runterzuladen. Ja, der Michael Schulze ist da hinterher, der steht da gerne zur Verfügung. Des Weiteren, demnächst wird es die Trusted Jobs Zertifizierung für virtualmart geben. Uns fehlt nur noch, dass das als PDF mitgesendet wird, die AGB und die Widerrufsbelehrung. Die zwei Sachen fehlen noch und dann haben wir die Trusted Jobs Zertifizierung, können die mit anbieten. Ich denke, das ist für im Sinne von allen. So, zurück zur Sprache. Ich bin jetzt, habe jetzt meine Sprache installiert, allerdings muss ich die jetzt noch einstellen. Setze ich jetzt als Default. Das ist jetzt für die, hier unterscheidet Joomla zwischen Frontend und Backend, ist vielleicht schon geläufig, vielleicht nicht geläufig. Ja. Jetzt kommt noch so ein kleiner Trick, da bin ich am Anfang wirklich lange drüber gestolpert. Ich muss mir hier die Text dafür anlegen. Ja, sonst meckert mir VirtualMart hinten und sagt, lege die Table-Präfixes an. Das mache ich hier nach dem Muster, wie das Englische auch angelegt worden ist. Speichern. Was auch cool ist, das kennen vielleicht auch noch nicht alle, das hier kann ich mir, wenn ich mal auf einem kleineren Bildschirm, wie zum Beispiel jetzt, oder ich bin mit dem Handy unterwegs oder mit dem Tablet, schiebe ich mir hier weg.
Ja, dann habe ich den ganzen Platz. Passiert manchmal, dass hinten das nicht richtig angezeigt wird. Klappe ich derzeit weg. Das haben wir seit VM2 drin. Konfiguration. Hier ist bereits der Shop an sich auf Englisch, auf Deutsch. Ja, wenn wir das so rum machen, wenn wir erst die Sprache, das Sprachpaket installieren und danach die Sprachkonfiguration machen, funktioniert es sofort. Wenn ich es andersrum mache, gibt es da manchmal ein bisschen hin und her. Da muss ich dann landen manchmal die englischen Sachen im deutschen Table und andersrum. Das ist noch so ein, das muss noch verfeinert werden, ja. Ich sehe das zurzeit so ein bisschen so, das ist der letzte Schliff, der ganz wichtig ist, weil es hat bestimmt schon viele irritiert, ja. Ja, hier habe ich jetzt beide Sprachen und je nachdem, welche ich gewählt habe, je nachdem lädt er mir die Dateien. Es kann jetzt passieren, wenn ich jetzt Deutsch lade, ja, ich lade jetzt die deutschen Tables, habe ich auf einmal vorne keine Produkte mehr. Woran liegt das? Das liegt daran, ich gehe kurz hier über mein Datenbanktool rein, dass diese Sample-Data, die wir installiert haben, die liegen in den englischen Sprachtabellen drinne. Die deutschen Sprachtabellen sind leer. Wir haben gewählt, lade die deutschen Sprachtabellen. Also habe ich keine Produkte. So, wir waren jetzt. Ja, hier habe ich die englischen Kategorien, die habe ich hier drinne. In den deutschen habe ich jetzt nichts drinne. So, was mache ich jetzt, wenn ich es aus Versehen mir in Anführungsstrichen kaputt gemacht habe? Es ist alles weg, ja? Ich kann am allereinfachsten dieses Tag umbenennen auf de.de und schon ist es da. Ja, das ist die schnelle Methode. Ansonsten kann ich mir die Inhalte noch rauskopieren und neu anlegen. Das ist so ein bisschen der knifflige Weg. Ich würde es immer so bevorzugen, dass ich mir erst das Sprachpaket installiere und es dann anwähle. Kann ich sonst noch auf irgendwelche Fragen eingehen, bitte? Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Ja, nativ ist das noch nicht inklusive. Das bieten wir nicht an. Aber wir haben unter extensions.virtualmart.net bieten wir unser eigenes von uns das Download-Plugin an, was sehr umfangreiche Funktionen bietet, auch sehr umfangreiche Beschränkungen. Würde ich sehr ans Herz legen, ist ein tolles Tool, das verwenden wir selber, um unsere Produkte zu verbreiten. Das heißt, da ist auch eine große Stabilität und immer Updates zu erwarten. Immer unbedingt. Ja. Ja, das ist, das zeige ich gerne nochmal kurz hier rein, vielleicht zum Abfotografieren. Ansonsten wird es das auch bei uns im Blog geben und im Internet. Die Links. Das ist eine Sache, die ist gar nicht geläufig. Man kennt vielleicht virtualmart.net, vielleicht virtualmart.de, aber es gibt noch diese weiteren Möglichkeiten, das Forum, das Docs und die Extensions. Unter den Extensions findet man sehr, sehr viele Erweiterungen, genauso wie im Joomla Extensions Directory, die es mir ermöglichen, meinen Shop anzupassen, zu erweitern, mir solche Plugins zu besorgen, wo ich dann Downloads verkaufen kann. Auch ganz spannendes Thema, wenn man jetzt innerhalb von Europa verkauft, ein automatischer EU-Watt-Checker, der überprüft, ob eine Watt-ID eingegeben wurde oder nicht und entsprechend die Steuersätze zuweist, gibt es so muss im Laden für verschiedene Rabattaktionen, bieten wir Erweiterungen an, Templates, wirklich 600, also man könnte jetzt lange aufzählen. Darf ich sonst noch Fragen beantworten? Ich hoffe sehr, sehr bald. Ich darf kein Datum versprechen. Wir sind aber schon wirklich sehr weit und
Max hätte gerne schon veröffentlicht gehabt, aber er möchte gerne ein wirklich gutes Release machen. Also wir aber auf jeden Fall im Laufe der nächsten Wochen, Monate. Also es heißt, es kommt über Nacht. Ja. Es wird dann, denke ich, nicht ganz so knifflig sein. Ich denke, wir werden dann schon einen Zeitrahmen finden und wir werden das schon auch ankündigen. Ja, wir würden wirklich sehr gerne schon jeden Tag, aber wir verkneifen es uns immer wieder, weil wir haben manchmal noch Sachen drin, die möchten wir nicht den Anwendern antun und möchten wirklich sicher sein, dass es diesmal möglichst einfach ist zu updaten. Ja. Ist elementar. Aber Sie können gerne das einfach mal ausprobieren bereits. Den Full Installer zum Beispiel. Die 299 ist der direkte Vorgänger. Also viel wird sich jetzt nicht mehr ändern. Es werden jetzt nur noch die letzten Sachen gefixt. Ich würde es Ihnen, wenn Sie ein neues Projekt anfangen wollen, würde ich Ihnen sehr ans Herz legen. Probieren Sie es mit Joomla 3 und VirtualMR 3. Da sind Sie für die nächsten Jahre schon gewappnet und müssen dann nicht erst noch migrieren. Ja, was in Joomla-Migration kann Probleme mit sich führen. Ja. Ja. Es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis alle Plugins auf VM3 laufen. Allerdings, es hat schon angefangen. Es gibt schon sehr viele. Man sieht es auch im Extensions Directory gleich, ob das Plugin schon für VM3 verfügbar ist oder noch nicht. Unsere eigenen, zum Beispiel das Download-Plugin läuft auf VM3. Unser eigener Shop läuft schon auf VM3, so als allgemeine Info. Also wir nutzen es schon. Und deswegen alles, was dort in unserem Extensions Directory kommt, wird sehr zeitnah auch voll für VM3 verfügbar sein. Okay, ich danke vielmals.